Welcome back! Es ist der 10. September und wir haben seit heute für euch bereits den Rettenbach und einige Pisten geöffnet. Die Verhältnisse am Gletscher sind bombastisch, sogar so gut, dass der Weltcuphang ebenfalls geöffnet ist. Also pures Skivergnügen bereits im September. Wir blicken sehr zuversichtlich natürlich in die kommende Wintersaison. Und die ersten Niederschläge sind bereits angekündigt, also je nach Niederschlag werden demnächst noch weitere Pisten und Lifte für euch öffnen. Ein allumfassendes Thema sind natürlich die Covid-Maßnahmen und nachdem sich die regelmäßig ändern, würden wir euch bitten, die aktuellen Regelungen einzuhalten, welche auch bequem auf unserer Homepage einzusehen sind. Also die Maßnahmen, die uns sicherlich erhalten bleiben, ist ein Mund-Nasen-Schutz, ein gebührender Abstand und natürlich allen voran Eigenverantwortung. Dann kommen wir sicher durch den Winter. Aktuell ist der Rettenbach-Gletscher geöffnet. Wir werden dann in weiterer Folge den Tiefenbach-Gletscher mit den Anlagen öffnen. Dann steht im Oktober der Alpine Ski-Weltcup an und je nach Schneelage werden wir uns dann langsam Richtung Gickjoch und Richtung Geislachkogel vorarbeiten.